bezahlbarer Wohnraum für alle. Es reicht. Wir haben genug Casinos und Hotels in Hamburg. Kann sich eh keiner leisten. Wir sind heute auf der Straße, um nicht nur für bezahlbare Wohnungen für Hamburgerinnen und Hamburger zu kämpfen. Wir sind auch dafür, dass auch für geflüchtete Frauen und Männer ein menschenwürdiges Wohnen gibt in Hamburg. Keine Isolation. Einige Frauen erzählen uns, dass sie mit einer ganzen Familie zu vier, zu fünf, zu sechs in einem kleinen Zimmer leben müssen. Manchmal Monate, sogar Jahre lang. Sie erzählen uns, dass sie nicht mal selbst entscheiden können, was sie essen, was sie essen. Wir leben als drei Personen nur in einem Zimmer. Und es gibt keinen Platz zum Schlafen. Und wenn ich zu meinem Kind sage, bitte Daniel, geh und schlaf. Und er sagte immer, Mama, wo kann ich schlafen? Ich habe kein Bett und so. Aber ich hoffe, dass diese Kämpfer zu und wir kriegen auch Wohnungen. Ich habe auch viel versucht, Wohnungen zu finden, aber leider haben wir keine Chance. Das ist schade. Und aber ich hoffe, dass wir eins kriegen, eine Wohnung. Ja, danke schön. Wir haben genug nicht Geld, wir haben nicht genug Papier zu zeigen. Und wenn wir gehen in Saga oder so suchen eine private Wohnung, das geht nicht, weil wir haben auch Gründung. Meine Miete steigt. Ich habe Angst, dass ich irgendwann sonst wo in der Pampa wohnen muss. Und deswegen möchte ich gerne das Rathaus anschreien. Also im Winter geht es um Erfrierungsschutz, aber im Sommer geht es darum, um Schutz vor den Gewalten der Straße. Ich war auch obdachlos, habe aber Wohnung gefunden, mit Glück, mit Beziehung. Ohne Beziehung kann nichts. Ich glaube, ich habe heute Morgen geschrieben, dass ich mein ganzes Studium in einem besetzten Haus verbracht habe und dass ich danach den großen Vorteil hatte, in einer Genossenschaft wohnen zu dürfen, wo wir jetzt gerade für die nächsten 17 Jahre die Miete auf 7,40 Euro festlegen. Das heißt, ich habe ein großes Privileg beim Wohnen mit gemeinschaftlichem Hintergrund. Und deshalb weiß ich, dass es so unglaublich wichtig ist, in diesem Land zu merken, dass es andere Formen gibt, als irgendwelchen Leuten Geld in den Rachen zu schmeißen für Miete. Es reicht einfach nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie viele da sind, aber ich glaube, es ist fünfstellig. Und das zeigt spätestens jetzt, wie sehr es brennt. Ja, also wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in Hamburg. Initiativen und Aktivisten aus ganz Deutschland, die sich zusammengetan haben, um gegen Rassismus stark zu sein. Denn es reicht, es ist genug. Wir haben den also voll kategorisiert zu werden. Wir wollen nicht mal mit ansehen, wie Menschen in Ankerzentren untergebracht werden, als ob sie was anderes wären als Mensch. Und wir sind zu zeigen, dass diese Menschen nicht alleine sind. Und auch zu dem braunen Pack zu zeigen, dass sie keine Power gegen uns haben. ما به خاطر اینجا جمع آوری شدیم که مدت 5 سال میشه در اون بور زندگی میکنیم تا فعلا خانه نداریم و ما میخواییم که در خانه زندگی کنیم
و همگی خواهان عزیز که اینجا خانه داشته باشن مستقل زندگی کنن. امروز ما در اینجا هستیم به خاطر که خانه پیدا نمیشه، کرای خانه بسیار قیمت است و اگر خانه پیدا میشه برای مردم ما به کرای نمیدن، به خاطر که کرایی که سوسیال یا جابسانتر برای یک مهاجر میده او 400 الا 4500 روپه است، ولی کرای یک خانه که 20 کادرات متر است او بالاتر از 600 یا 700 روپه است. با او خاطر امروز آمدیم در سرک برای مردم نشان بدیم که ما دچار مشکلات هستیم، از سالهای سال در کمها زندگی کردیم و هیچ کسی صدای ما را نمیشنوه و هیچ کس حاضر نیست که خانه برای ما به کرا بده. با او خاطر امروز آمدیم اینجا که در سرک برای مردم نشان بدیم که ما مشکل داریم، مشکل ما جدی است و باید جدی گرفته شود. Action group.